Liebe Zuschauer, ich darf Sie bitten, sich für eine Schweigeminute von Ihren Plätzen zu erheben. Liebe Zuschauer, liebe Fans des MSV Duisburg, liebe Fans der SSVG Fellbad, voller Vorfreude haben wir uns die letzten Tage auf dieses Pokal-Highlight am heutigen Tag gefreut. Vor wenigen Tagen erreicht uns allerdings eine schreckliche Nachricht. 10 Tage vor, am höchsten jüdischen Feiertag eine Synagoge zu stören, scheiterten aber an den betroffenen Sicherheitsvorkehrungen. Es ist schon traurig genug, dass diese überhaupt nötig sind, zeigen uns aber, wie wichtig das folgende Statement ist. Wir, die SSVG Fellbad, standen, stehen und werden immer für eine weltoffene Kultur stehen. In unserem Verein gibt es keinen Platz für Rassismus, Hass, Hetze oder Diskriminierung. In Halle sind Mittwoch Menschen verstorben, Menschen, die morgens aufgestanden sind, das Haus verlassen haben und abends nicht mehr zu ihren Familien zurückkehren. Weitere Menschen sind schwer verletzt. Wir beten dafür, dass diese verletzten Personen wieder vollständig genesen können. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen, denen wir in dieser schweren Zeit unser Beileid aussprechen wollen. Bitten Sie, einen kurzen Moment innezuhalten und den Opfern zu gedenken. Vielen Dank. Thank you.
Thank you.
also zum 2:0 diesmal und Nummer 7, Robert Nucci! Aufwachen! Thank you.
Thank you.
46. Minute, zweiter Wechsel, Baumann am besten aus Duisburg. Aus dem Spiel der Kapitän der Nummer 14, Tim Albutat, Name schon die 24, Vincent Verme.
Thank you.
Oh.
Weiter drücken!
Lauf doch da, Mann!
Duisburg ausgespielt. Mit der Nummer 26 Vincent Gimperlies, Nummer 11 Arnold Butinko. Come on.
Klarfahrt. Aber eine Stimmung wie auf dem Friedhof hier. Keine Anforderung, gar nichts mehr. Ach, die mit ihrem Scheiß Singen sagen, das ist doch immer das Gleiche. Egal ob 5-0 oder 0-15. Thank you.
In der Nachspielzeit, dritter Wechsel von der SVG Fallberg und dann unsere Nummer 5, Sebastian Spinnrad, und unser Spiel 28, Pascal Kubina. Thank you.
Blau und Weiß sind die